Dankeschön. Das Leben ist noch nicht vorbei. Halleluja. Es geht weiter. Es geht weiter. Also mein Thema heute ist, streitet euch nicht, zankt euch nicht, seid friedlich. Ja, preis dem Herrn, streite dich nicht. Ja, und ich will heute der Frage nachgehen, warum? Ja, lebe in Frieden. Hab Frieden mit dir selber, Frieden mit deinem Nächsten und Frieden mit Gott. Ja. Und ich lese in 1. Mose Kapitel 26, Vers 29 einen Vers. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Streite dich nicht. Und ich möchte den Isaak hier zitieren. Isaak lebte als Fremder in Palästina, ja, diesem gelobten Land angeblich, wovon ich am Sonntag sprach. Ja. Und der hat ständig Brunnen gegraben und die Philister haben die Brunnen zugeschüttet, aber der hat immer weitergemacht. Siebenmal hat er Brunnen gegraben und Gott hat ihn immer gesegnet. Und das ist das Schöne dabei, wenn man von Gott gesegnet ist. Ja, andere Leute sind neidisch auf den Segen Gottes, streit dich nicht. Ja, du musst niemandem was beweisen. Das reicht, wenn du selber weißt, ich bin der Gesegnete des Herrn. Diese Philister, die schütteten dem Isaak die Brunnen zu und er hat weitergegraben, die nächste Zisterne. Ja, er war ihnen zu stark und zu mächtig geworden. Ja, und er ging immer ein Stückchen weiter, grub die alten Brunnen, die der Vater Abraham mal gegraben hatte. Ich bin mal in Arad gewesen, in Israel, und ich war an so einem Brunnen, da haben die Leute, also die Archäologen, 38 Meter schon in die Tiefe gegraben. Und dann habe ich gefragt, wie weit seid ihr? Ja, wir sind immer noch nicht am Wasser gekommen. Verstehst du, dieser Brunnen war zugeschüttet. Und ja, die Leute, die Archäologen haben da versucht auszugraben. Und solche Brunnen hat der Isaak ja immer wieder aufgegraben und gegraben, die sein Vater gemacht hat. Und die Philister haben zugeschüttet. Du musst es verstehen, was das in der Bibel heißt. Die Philister schütteten die Brunnen zu. Die Leute stritten wie den Hirten Isaaks und behaupten, das Wasser ist unser Wasser, ja, und das ist mein Wasser. Und so viele Leute streiten sich, das ist mein Haus, meine Gemeinde, meine Familie, meine Kinder, was auch immer ist. Wir gehören alle Gott, verstehst du? Wir sind Gottes Eigentum. Und er ging immer ein Stückchen weiter, hat den nächsten Brunnen ausgegraben. Und ja, und der Kluge gibt nach. Ja, der Kluge gibt nach. Er ging weiter einfach, nicht einfach sich festhalten und sagen, die haben mir meinen Brunnen zugeschüttet. Darum stritten sie nicht mehr mit Isaak, bis er dann zuletzt einen Brunnen, ja, wo das lebendige Wasser kam, wo eine Quelle kam. Ja, und da hat Gott ihm eine Weite gegeben. Das hieß Rehoboth, verstehst du, diesen Brunnen hat er gegraben. Jetzt hat uns der Herr einen weiten Raum verschafft, hat er gesagt, und dort baute er dem Herrn einen Altar, denn er wusste, dass Gott sein Schutz ist. Ja, er muss sich nicht immer aufgeben, ja, er muss nicht immer weiterziehen und nachgeben. Gut, es ist schön, der Kluge gibt nach. Nach einer Zeit kamen die Leute wieder und wollten mit ihm einen Friedensvertrag schließen. Dieselben Leute, die ständig permanent die Brunnen zugeschüttet haben, die wollen mit Isaak jetzt Frieden schließen. Ja, und so ist es, wenn du einfach weitermachst und weiter Gott dienst und weiter den Herrn verherrlichst und so weiter, werden die Leute aufgeben. Irgendwann hat der Teufel sein Pulver verschossen. Ja, sie bekamen Angst vor Isaak, denn Gott hat ihn gesegnet. Alles, was er anfasste, war gesegnet. Und sie konnten deutlich sehen, wie Gott zu Isaak war. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn, haben sie gesagt. Wir wollen mit dir einen Friedensvertrag schließen. Ja, gib nicht auf und Gott wird dich bestätigen. Obwohl Isaak kein schwacher Mann war, suchte er nicht die Lösungen im Streit, in einer Auseinandersetzung. Ja, einfach, der Klügere gibt nach. Er bestand nicht um jeden Preis auf sein Recht. Er gab nach und ging ein Stückchen weiter. Ja, gib nach und geh ein Stückchen weiter, setz dich die nächste Reihe oder setz dich hinten irgendwo oder was auch immer ist, mach was anderes. Er wusste, Gott ist mit mir und Gott wird mir sogar in der Wüste, ja, ein Brunnen geben, wo ich Wasser schöpfen kann für meine Herden. Ja, er verließ sich ganz auf Gott und nicht auf sein Recht. So viele Menschen verlassen sich auf ihr Recht, auf ihre Stärke. Das ist ja mein Recht. Nein, lass doch die Leute Recht haben. Darum konnte er nachgeben und den Streit beenden. Und es gibt Kleinigkeiten,
ja, um die wir uns manchmal streiten. Ich möchte heute so ein paar Dinge nachgehen und einfach versuchen, was ich so in der Seelsorge erlebt habe in diesen 55, 56 Jahren, wo ich Gott diene. Ja, ich habe so schon so viel erlebt, worüber sich die Menschen streiten, mit Gott streiten, miteinander streiten, mit sich selber streiten. Da diskutieren sie nachts, verstehst du, und schreiben einen Brief nach dem anderen und schmeißen wieder den Papierkorb. Ja, streit dich nicht, ist mein Thema. Ja, als wenn du was davon hättest. Ja, wir brauchen diese Dinge nicht. Wir werden eines Tages bei Gott alles haben, was wir brauchen. Das Wichtigste ist der Friede. Das ist das Wichtigste im Leben. Und Gott gibt uns Frieden in so vielen Dingen. Und wir brauchen seinen Segen. Und dann sind wir glücklich, sind wir erfolgreich, was auch immer ist. Streit macht einen Menschen bitter, kalt, berechnend. Aber der Friede macht einen barmherzig und mutig und sicher. Ja, das Land ist da. Ich muss nicht unbedingt die Leute von anderen Gemeinden aufnehmen. Ich kann missionieren und ich erreiche meine Leute selber. Verstehst du, so viele Menschen werben, wenn ich mir heute die Gemeinden angucke in den Großstädten, verstehst du, da sind Wandergemeinden, verstehst du, von der einen Gemeinde in die nächste Gemeinde geht. Aber ich bin froh, dass ich in all den Jahren Leute aus der Welt rausholen konnte, die sich bei mir bekehrt haben, die dann taufen durfte. Ja, es gibt so viele Dinge, über die man sich herrlich streiten könnte. Ja, jeder Mensch hat eine andere Sicht, einen anderen Geschmack. Ja, der eine liebt die Tochter und der andere liebt die Mutter. Ja, und so ist das. Ja, jeder Mensch hat ein anderes Fundament. Und das Wichtigste ist, wir müssen das Fundament haben. Und das muss stimmen. Über die Hausfarbe, die Fassade, kann man darüber reden. Ja, da kann man reden. Man muss sich nicht zanken. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, was auch immer ist. Kinder Gottes sind Friedensstifter, heißt es in der Bibel einmal. Ja, die werden Gottes Kinder heißen. Sie suchen, was dem Frieden dient. Man findet Kompromisse und der Friede ist das Wichtigste. Abraham und Lot, ja, die haben sich, die Knechte, Abraham und Lot haben sich nicht gezankt, aber die Knechte haben sich gezankt, verstehst du? Und dann hat Abraham gesagt, willst du zu linken gehen, geh zu rechten, wähl, in welche Gegend du gehst, links oder rechts. Der Klügere gibt nach und der Abraham zog ins Gebirge und der Lot ging nach Sodom, weil das so schön aussah. Ja, hier ist Universität und hier können meine Kinder studieren. Hier, ja, da habe ich alles, was ich brauche. Streitet nicht unterwegs, hat der Josef gesagt, als sie nachher sich erkannt haben, wer der Herr in Ägypten ist. Der Josef, streitet nicht unterwegs, wer mehr Korn im Sack hat. Ja, streitet nicht. Ja, 1. Mose 45, Vers 24, da lese ich, und Josef, ja, gab es für die Ankunft dem Vater, ja, die besten 10 Esel, ja, und dass er nach Ägypten ziehen kann, umziehen kann mit 10 Eseln, ja, und die Esel waren beladen mit Getreide und Brot, mit Zehrung für den Vater unterwegs, ja, streitet euch nicht, wer jetzt der Gesegnete ist, der Größte ist und so weiter. Und damit ließ er seine Brüder und sie zogen und dem Vater erzählt, Papa, unser Josef lebt. Der ist nicht zerrissen, wie wir geglaubt haben. Ja? Und Josef sagte und sprach, zankt nicht auf dem Weg. Und so zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündeten ihm alles und sprachen, Josef lebt und ist ein Herr über ganz Ägyptenland, stellt euch mal vor, unser Josef, ja, streitet euch nicht unterwegs. Du weißt, Gott ist so reich und ja, du bist gesegnet. Und wenn die einen deinen Segen streitig machen möchten, du kannst weiterziehen und du wirst den Segen haben. Wir haben ein großes Ziel. Wir wollen zum Thron Gottes. Dort in der Herrlichkeit werden wir alles haben, was wir brauchen. Ja, über die verschiedenen Wege kann man sprechen, ja, das Ziel ist das Wichtigste. Bei uns zu Hause, meine Eltern haben keine Gemeinde gehabt, die wohnten so auf dem Land draußen in Franken. Und mein Vater, ja, hat zu Hause ein Statement gesagt, wenn wir nach Hause kamen, jeder von den 8 Kindern war in einer anderen Gemeinde und in einer anderen Gemeinde verwurzelt. Und wenn wir dann zusammen waren, das war bei mir genauso, dann hat man über dies gesprochen, über jenes gesprochen, ja, unsere Gemeinde hat das und unsere Gemeinde hat jenes, so hat man diskutiert und hat mein Vater gesagt,
Zu Hause wird nicht diskutiert über die Gemeinden. Wir reden über Jesus vielleicht, aber nicht über die Gemeinden. Die einen sind für Zungensprechen, die anderen sind für Fußwaschung, die anderen waren für Zehnten geben und so weiter. Wir reden über Jesus und die Unterschiede, die lassen wir so. Ja. Unser Vater im Himmel ist traurig, wenn wir uns über Äußerlichkeiten streiten, über Traditionen, Bräuche, über Sitten und Kleinigkeiten und Details. Ja, das Große, das Ziel ist das Wichtigste, das Ziel des Lebens. Wir sind unterwegs zu unserem Herrn und Gott. Ja, manche haben hier schon fast alles beendet, andere fangen erst richtig an. Verstehst? Und das ist so neu und das wird diskutiert und gekämpft. Streitet euch nicht. Ja, ich möchte hier etwas weitergeben. Auch als Christ, verstehst, streite dich nicht mit deinem Bruder, wenn er noch nicht so weit ist. Ja, wie war es bei dir, als du angefangen hast zu glauben, verstehst du? Da warst du auch vielleicht so kleinkariert. Ja, wir haben unterschiedliche Gewohnheiten, eine andere Geschichte und Meinung. Manchmal fällt es uns schwer, das zu unterdrücken und zu verstehen. Ja, aber der ist anders, hat einen anderen Charakter. Es gibt ja jahrelange und Jahrhunderte alte Traditionen und manchmal sogar tausendjährige Formen und Rituale. Lass doch. Ja, von meinen Geschwistern, die einen sind in der Landeskirche, die sind auf der und jener Bibelschule gewesen, haben dort Theologie studiert, dienen in diesen und jenen Gemeinden. Man kann schon unterschiedlicher Meinung sein. Ist okay, aber streitet euch nicht. Ja, wer hat recht? Ja, und doch wünscht sich unser Herr, ja, dass wir unterwegs uns nicht streiten. Unser Streit macht ihn sehr traurig. Der Herr Jesus, wie viel Spaltung in der Christenheit ist passiert? Ja, weil man sich gestritten hat. Ja. Wichtig ist, dass du eine Wohnung im Himmel hast und weißt, mein Heiland liebt mich, ich bin ein Geliebter Gottes. Und das andere überlassen wir dem Herrn. In Hebräer 11, Vers 13 heißt es, hier auf dieser Erde sind wir nur Gäste, dort sind wir Fremdlinge. Streit euch nicht. Unsere Heimat ist im Himmel, wo Jesus auf uns wartet. Erst dort werden wir richtig zu Hause sein. Heute sind wir noch nicht zu Hause, verstehst du? Ja, und manche haben sich hier auf dieser Erde bequem und gemütlich eingerichtet, als ob sie ewig hier bleiben wollten. Und die anderen, die trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Streitet euch nicht. Ja, der ist nicht so brennend in Christus, nicht voller Heiligen Geistes, verstehst du? In der Bibel steht es halt brennend im Geist, aber die einen sind es und die anderen sind es nicht. In der Gemeinde Gottes, wo ich früher Pastor war in dieser Bewegung, das ist eine amerikanische Pfingstbewegung, die haben sich gestritten bei der Fußwaschung, da war ganz großer Streit, soll man linken Fuß waschen oder rechten Fuß waschen oder beide Füße zugleich, soll man bei jedem Abendmahl Fußwaschung haben oder nicht, verstehst du, bis dann die Leute eins geworden sind und da kann jeder machen, wie es will, verstehst du, nicht so und so kann ich mir vorstellen, so sind viele Christen, wie der einen ist der Weg eng und schmal, der schmale Weg, ja, Lob und Dank. Und der andere ein bisschen breiter. Bei dem ist es die Autobahn und der andere ist auf der Landstraße. Ja, der eine schmale Weg und der breite Weg. Und da diskutieren sie, das darfst du nicht, verstehst du? Und am anderen ist alles erlaubt. Hauptsache, er schmeckt. Ja. Und das etwas breiteren Weg. In der Bibel steht so und so, verstehst du? Streite nicht über die Bibelstellen. Streite nicht, nimm das, steht in der Bibel. Du kannst die Bibel so und so auslegen, ist es sehr dehnbar und auch sehr eng. Ja. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, in aller Liebe. Es ist, ja, sei tolerant, das Fundament muss stimmen. Jesus Christus, ja, er muss stimmen. Die Liebe ist das Wichtigste. Was nützt es, du bist heilig und hast keine Liebe? Ich bin in Jerusalem, in der Grabeskirche. Und da ist der Aufseher von der Grabeskirche, der Wächter. Und da ist ein Mütterchen, hat sich so gebückt und sagt, Heiland, Heiland, du bist hier für mich gestorben. Halleluja. Und die ist nicht mehr weggegangen, verstehst du? Da gibt doch der Priester einen Klaps, dass die Oma vorne fliegt, verstehst du? Ja, manche sind so heilig, verstehst du, und so herzlos. Streitet euch nicht, ja? Die Liebe ist das Wichtigste. Lies mal 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, verstehst du, und da fliegt das Mütterchen und hat nur geguckt, was ist da passiert. Ja, ja, und so hätte ich der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Herz, erst eine klingende Schelle
Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte und allen Glauben, dass ich sogar Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, ja. Und wenn ich all mein Habe den Armen gebe und mein Leib, ja, dahin geben würde, verbrennen würde und so weiter und hätte der Liebe nicht, was ist das Nütze, ja. Was nützt es, wenn du Wächter bist über die Grabeskirche, verstehst, und bist hart, herzlos, hast vom Heiland nichts verstanden? Ja, der Priester, ja, der Nächste. Und dann sollte der Nächste sich diesen Felsen angucken, ja, und hätte der Liebe nicht. Ja. Es ist ungehörig, was oft in den christlichen Kreisen passiert, die Heiligkeit des Herrn, heilig dem Herrn, vergiss die ganze Heiligkeit. Heiligkeit ist ganz was anderes. Ja. Und ich lese weiter in 1. Korinther 13, sondern man freut sich der Gerechtigkeit und der Wahrheit und man erträgt alles und man hofft alles und man duldet alles, auch wenn das Mütterchen ein bisschen zu lang da über diesen Felsen geguckt hat. Ja, die Liebe hört nimmer mehr auf, prophetisches Reden hört auf, Zungensprache hört auf, alle Erkenntnis hört auf, denn unser Wissen ist ein Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist auch ein Stückwort, ja, kannst alle Geheimnisse wissen, vergiss, alles ist nur Schmarrn. In aller Liebe, du wirst vielleicht über mich entsetzt. Im Himmel wird das alles gar nicht mehr geben. Ja? Wenn das Vollkommene kommt, so wird sich das alles erfüllen. Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist das Größte. Ja? Alles ist nur Stückwerk, ist nicht heilsnotwendig. Ja. Guck mal, Jahrhunderte haben die Leute nicht in Sprachen geredet oder haben dies und jenes nicht getan. Denk das dunkle Mittelalter, wie war das? Ja, voller Aberglauben. Und die Menschen sind selig geworden, auch im Mittelalter. Und was haben sie sogar geleistet? Der Teufel will nur, dass wir uns mit Nebensächlichkeiten die Haare ausraufen. Nur mit Nebensächlichkeit. Kleinigkeiten. Wenn du auf dem Grund genau nachgehst, was da alles diskutiert und debattiert wird, sind alles nur Kleinigkeiten. Es entstehen so viele Spaltungen wegen Kleinigkeiten, Lappalien. Ja. Jesus macht den Glauben nicht so kompliziert. Ja. Er sagt, streitet euch nicht. Dieser Josua und dieser Josef, da sind die Esel bepackt mit Säcke, Korn und Getreide. Streitet nicht. Wer kriegt das alles? Für wem ist das alles? Es gibt wichtige Dinge im Leben. Ja. Setze Prioritäten. In Lukas Kapitel 12, Vers 31 und 32, da lese ich, ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Das ist, worauf es ankommt. Tracht nach Gottes Reich und dann wird Gott dich versorgen und die Versorgung ist dir sicher. Und das ganze Geheimnis des Glaubens ist, dass du nach der Liebe trachtest. Ja, und das ist das Wichtigste. Bei uns zu Hause wurde nicht mehr über die Äußerlichkeiten diskutiert, ja. Mein Vater hat verboten, dann hat er gesagt, fahrt nach Hause. Ja, hat mal jemand gesagt, weil jemand wollte unbedingt die Heiligkeit des Herrn in seine Familie bringen oder in unsere Familie bringen. Nein, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist Jesus, das ist der Grundstein für unseren Glauben. Dann wird alles andere eher dazugeben, es wird von selber kommen. Und uns ist gewesen. Und wir sind ja, Brüder und Schwestern, verstehst du, und begegnen uns immer wieder und gibt es von Zeit zu Zeit Familientreffen und auch beim Familientreffen wird nicht über die Gemeinde diskutiert, der ist in der Gemeinde und jener ist in einer anderen Gemeinde. Ja, wir haben Jesus, er ist das Zentrum, das Haupt der Gemeinde. Ja. Und wir sollen einfach nur Sorge machen, dass wir den Himmel erreichen. Wonach strebst du? Ich weiß, man findet es kindisch, aber es sieht so kindisch aus in der Christenheit, verstehst du? Unterschätze nie die Kraft des Gehorsams. Es ist das Wichtigste, Gehorsam, dass wir Jesus lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann deine Nächsten wie dich selbst. Wenn wir Gott gehorchen, unsere Prioritäten richtig ordnen, dann öffnet sich die Tür, ja, zu unglaublichen Segnungen in unserem Leben. Ja? Und dann finden wir schließlich einen Brunnen des lebendigen Wassers wie dieser Isaak. Und dann haben die Leute sich nicht mehr gestritten und haben sogar Angst bekommen. Guck mal, der ist gesegnet. Überall, der ist gesegnet. Wenn wir das Geistliche über das Materiale setzen, dann wird Gott uns segnen. Er erfüllt das Reich, Gottes Reich, verstehst du, diene dem Herrn. Das ist das Wichtigste. Und nicht
Die ganze Scheinheiligkeit, verstehst du? Das ist bei so vielen Heiligen die Scheinheiligkeit. Schau, ja, so wie dieser Priester dort in der Grabeskirche, pst, verstehst du, und dann rutscht das Mütterchen weg. Ja, das Wichtigste ist die Liebe. Und hätte ich der Liebe nicht, bin ich tauge nichts. Ja? Ich weiß nicht, ob du die Firma Kraft kennst, Käse, verstehst du, von James Lewis Kraft. Der hat Schmelzkäse entwickelt, so in dem Papier, dass du da dein Käse essen kannst, schon über 100 Jahre. Er war Baptist. Ja? Als junger Geschäftsmann verkaufte er Käse auf der Straße von Chicago und scheiterte kläglich, bis eines Tages ein Freund zu ihm kam, ein christlicher Freund, und sagte: Bruder Lewis, bei dir steht Gott nicht an erster Stelle, weder in deinem Leben noch in deinem Geschäft. Ja? Und dann hat er Gedanken gemacht, an erster Stelle. Setz ihn an erster Stelle in allem, was du tust, und du wirst andere Ergebnisse erzielen. Ja, der Mann hat dir recht gegeben, diese James Kraft. Ja, das ist ein ganzer Konzern inzwischen. Kraft, verstehst du? Brühe und was weiß ich, was die alles haben. Ja. Und von dem Tag stand für ihn das Reich Gottes in jeder Beziehung an erster Stelle, und er baute das größte Käseimperium der Welt, Kraft Lebensmittel. Bei uns gibt es auch, nicht nur in Amerika, aber auch hier bei uns auf dem Kontinent. Das Wichtigste zuerst, von Käse zu Käse. Ja, das war sein Lebenslauf. Jesus sagt: Sorge nicht, ordne deine Prioritäten richtig und Gott wird sich um dich kümmern. Kürzlich habe ich gelesen, als die Olympiade in Paris war, 1924 gab es dort auch eine Olympiade, Olympische Spiele. Und da war ein Bruder, Bill Evans. Ja, es war ein Kanu-Vierer und er sollte antreten in diesem Team, und seine Frau war hochschwanger, sollte gerade, wenn er da in Paris bei den Olympischen Spielen spielt, sollte die Frau ein Baby bekommen, und ungefähr zu dieser Zeit, und als Billy antreten sollte und das erste Kind die Frau Heavens bringt und so weiter, und er musste sich entscheiden, er stand in einem Zwiespalt, Kind oder Olympische Spiele, und er hat sich für das Kind entschieden, ja, und geht nach Hause und tritt nicht diese Kanu-Wettstreit an. Ja, seine Frau war ihm wichtiger. Menschen gehen vor Sachen, streitet euch nicht. Ja. Oder sollte er im Team zurückziehen und zurückbleiben? Bills Frau sagte zu ihm: Ja, du hast so viel Kraft, so viel Zeit investiert in dein Kanu-Reiten, geh doch hier zu diesem Wettkampf. Aber er hat gesagt: Nein, ich entscheide mich für mein Baby, egal was es ist. Ja. Und nach langem Grübeln beschloss Bill, an diesem Wettkampf nicht mitzumachen und sich zurückzuziehen und bei dem Kind, bei der Mutter zu Hause zu sein, wenn sie das Baby bekommt. Bill ist, ja, für ihn war wichtiger, auf der Seite seiner Frau zu gehen, als die Olympischen Spiele und vielleicht eine Goldmedaille zu gewinnen. Das US-amerikanische Viererkanu-Team gewann bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille in Paris, aber er war nicht beteiligt, ja, weil ihm das Kind wichtiger war. Ja. Doch Billy bereute nichts, seine Familie war ihm wichtiger als die Olympischen Spiele. Bill war dabei, als seine Frau einen kleinen Jungen zur Welt brachte, und sie nannte ihn Frank. Frank. Ja, 28 Jahre später, 1952, erhielt Bill ein Telegramm von Frank. Es war aus Helsinki in Finnland, ja, und abgeschickt von den Olympischen Spielen 1952. Papa, ich habe hier, unser Team hat die Goldmedaille gewonnen im Kanuspiel, ja, und ich gebe hier jetzt diese Goldmedaille für dich, dass du für mich geopfert hast, verstehst, der Junge. Und also kamen dem Vater die Tränen, was? Ja, nach Hause, du hättest dich diese Goldmedaille gewinnen können, aber jetzt habe ich für dich die Goldmedaille gewonnen. Und ja, und dann das im Telegramm stand: Dein geliebter Sohn Frank Evans. Ja, er hat seine persönlichen Träume zurückgestellt und für eine höhere Priorität für seinen Sohn geopfert. Ja. Menschen gehen vor Sachen, ja, und das bringt Segnungen. Das Geistliche, die Liebe ist wichtiger
als die Goldmedaille? Sind deine Prioritäten in Ordnung? Ja, sind sie von der Liebe motiviert? In Sprüche 23, Vers 4 lesen wir: Überarbeite dich nicht, um es zum Reichtum zu bringen. Überarbeite dich nicht, verstehst du? Streit nicht. Das ist der Streit mit einem selber. Überarbeite nicht. Ja. Nicht, dass du nachher Depressionen bekommst und was weiß ich noch alles. Ja. Überarbeite dich nicht. Auch das ist ein Streit mit dir selber. Jag nicht dem Geld nach. Ja. Du sollst arbeiten, aber dich nicht überarbeiten. Lass dich nicht treiben. Falsche Opfer bringen. Sich aufopfern, die Gesundheit opfern. Weißt du, Gesundheit ist mehr wert als Geld und Gut. Gesundheit, ja. Du bist kein Roboter. Bei vielen, die sich überarbeiten, kommt die Beziehung zum Partner und zu Gott zu kurz. Ja, streite dich nicht. Ja. Da verpasst du die wichtigen Dinge des Lebens. Stell dir mal vor, was wäre passiert. Der Junge wäre geboren und der hätte Goldmedaille gehabt und das Leben wäre schief gelaufen. Das Überarbeiten ist genauso ungesund, wie nicht zu arbeiten, sich überarbeiten. Ja. Es ist gut, motiviert zu sein, es ist gut, hart zu arbeiten, aber übertreibe es nicht. Du bist ja nicht mehr derselbe. Ja, du hast plötzlich dann keine Zeit mehr für nichts, für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Familie, für Gott, für deine Seele. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Ja. Sich überarbeiten bedeutet, sich zu überschätzen. Und dann nachher ist man ausgebrannt. Wir haben heute so ein Schlagwort, Burnout. So viele Menschen sind ausgebrannt. Der letzte Ausweg, dann ist es für viele nur noch das Gebet. Aber da hilft auch der liebe Gott nicht in aller Liebe. Ich habe so viele Menschen gesehen, die Burnout sind. Ja, und wenn ich mit den Leuten gebetet habe, habe ich oft die Botschaft gehabt, trete kürzer. Trete kürzer, ja. Trete kürzer. Ich werde nicht vergessen, zu mir kommt ein alter Bruder, der hat gesagt, Bruder, man tut es ja von dir heute Nacht geträumt. Was? Und es ist interessant, wenn Frauen von einem träumen, ist nicht so schlimm. Ja, das kannst du stehen lassen, aber wenn so ein alter, erfahrener Bruder, der dem Herrn gedient hat, zu einem kommt und sagt, ich habe von dir geträumt. Ich wollte wissen, was er war. Und er fing an zu weinen und habe gesagt, Otto, sag, was hast du geträumt von mir? Und dann weißt du, es ist mir so schwer zu sagen. Und dann sagt er, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ich weiß, wovon ich jetzt predige, streite dich nicht. Ja. Ich wollte dem Heilen dienen. Ich habe sonntags 3 Versammlungen gehalten. Ich habe Jugendstunde gehalten, Bibelstunde gehalten. Ich habe Seniorentreffs gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht für den Heiland. Ja. Der Heiland hat dann hier durch diesen Bruder zu mir geredet, setze Prioritäten in deinem Leben. Manche haben eine falsche Vorstellung von Gott. Was ist das Wichtigste? Zuerst ist der Herr, dann bist du und dann ist deine Familie. Das sind die Prioritäten. Ja, und Gott schickt uns keine Krankheit, Armut und Elend, um uns etwas zu lehren. Das ist Dummheit. Krankheit ist nur Alarm, eine Sprache des Körpers, verstehst du? Du überarbeitest dich. Ja, kürzer. Jesus hat gesandt. Und er war gesandt von Gott, um Menschen zu retten, sie vor dem Fluch zu befreien. Das hat er getan. Er hat nicht alles getan. Er hätte noch viel mehr tun können. Ja, hadere nicht, streite dich nicht mit Gott. Ja. Sünde ist Rebellion und nicht Zielverfehlen, was die Griechen sagen. Ja, nur was die Hebräer sagen. Rebellion gegen Gott. Warum hast du mir das zugelassen? Ja, lass den Willen Gottes geschehen und trachte nach dem Willen Gottes viel mehr. Was ist der Wille Gottes? Lebe die ewigen, natürlichen Werte aus. Der Junge, verstehst du? Ja, der Junge. Und 28 Jahre später gewinnt er die Goldmedaille für seinen Papa. Ja. Und sagt, lieber Papa, das wäre für dich. Ne? Nimm alles aus der Hand Gottes. Es ist alles gut. Vergeude deine Zeit nicht mit Streitgesprächen. Ich bin hier beim Karstadt auf dem Leopoldplatz, da diskutiere ich mit einem Jehovas Zeugen. Den halben Vormittag habe ich mit dem Mann diskutiert. Ich hätte was anderes machen können. Ja, ich wollte dem beweisen, dass seine Lehre falsch ist und was weiß ich. Und am Schluss waren wir genauso weit wie am Anfang. Das bringt nichts. Ja? Und ich habe eines festgestellt, es bringt nichts zu diskutieren, Streitgespräche. Ja? Du machst dich unnötig fertig und ärgerst andere Leute noch. Ja. Du hast ein Problem mit den Problemen. Ja, diskutiert.
Ja, wir haben recht, verstehst du? Streit dich nicht. Wir sind auf dem Weg. Ja, und das in 2. Mose 5, Vers 22, da lese ich dieses Warum. Ja, Moses sah sich von Gott gezwungen. Warum hast du diesem Volk so viel Unglück beschieden? Warum? Warum? Ja, du weißt nicht die Hintergründe. Warum hast du diesem Volk so viel Unglück beschieden? Bekanntlich ist die Nacht immer am dunkelsten, bevor der Morgen kommt. Ja, Morgenröte nachher. Hast du schon mal etwas Tragisches erlebt und dann Gott gefragt, warum, warum passiert mir das? Ja, angenommen, Gott würde dir diese Frage tatsächlich beantworten. Würde diese Erklärung dir was nützen? Also mir nützt nichts, verstehst du, wenn ich weiß, warum. Die Auswirkungen einer Tragödie wäre immer dann noch größer, der Schmerz wäre dann noch größer, wenn ich das weiß, warum. Warum ist das passiert? Wichtig ist, dass wir wissen, alle Dinge, die Gott lieben, dienen zum Besten. Alle, auch die, die ich nicht verstehe. Und Gott kümmert sich um mich. Ja, wichtig ist, dass er mich lieb hat, dass ich sein Kind bin. Ja, und dass ich die Liebe Gottes habe. Die Liebe ist das Größte. Preis Gott, die Liebe zu Gott. Ja. Oft wollen wir nur aus Angst Erklärungen von Gott haben. Warum? Wir sollten lernen zu sagen, Herr, ich glaube, ich verstehe vieles nicht in meinem Leben. Ja, und werde wahrscheinlich nie ganz alles begreifen. Und warum schlimme Dinge passieren, gute Menschen. Gerade gute Menschen erleben so viele negative Sachen. Aber ich weiß ganz sicher, dass du mich liebst und dass du bei mir bist. Und zwar immer, Tag und Nacht. Von allen Seiten umgibst du mich. Du willst das Beste für mein Leben. Vertraue Gott. Auch wenn die Umstände dir Zweifel einflößen wollen. Ja, du verstehst nicht. Hiobs Freunde, die saßen mal ganze Woche, ja, um herauszufinden, warum Hiob so viel Leid erdulden musste. Und dann haben sie nur Dummheiten erzählt. 30 Kapitel im Buch Hiob müssten nicht drin sein, verstehst du? Warum ist das, verstehst du? Betest zu wenig, glaubst zu wenig, tust zu wenig. Ach, warum so viel Leid? Ihre Gedankengänge waren typisch. Du musst etwas falsch gemacht haben, lieber Bruder. Ja, wir suchen immer nach Gründen, warum Dinge passieren. Streite dich nicht mit deinem Kopf, mit deinem Verstand, verstehst du, zu versuchen zu ergründen, warum das alles so ist. Obwohl wir oft nicht die Fähigkeit und das Wissen haben, sie zu verstehen. Ja, wir verstehen das Universum nicht, warum das alles so passiert. Ja, wir mögen es nicht, keine Antwort zu haben. Wir möchten alles wissen, ergründen, verstehen. Ja, und der Hiob am Schluss seines Lebens sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, wenn Dinge aus dem Ruder laufen, dann möchten wir verstehen, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht, was esse ich falsch, verstehst? Ja, denk nicht so viel drüber nach. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gott uns nicht jede seiner Handlungen einweiht. Er schickt keinen Sekretär, der dann das alles erklärt, warum, 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 warum. Ja. Denk an Hiob und seine Freunde. Mir ist etwas aufgefallen. Wenn ich wehklagend um eine Antwort auf das Warum betete und nie eine Antwort bekam, habe ich gedacht, lieber Gott, du weißt, was für mich gut ist. Und danach habe ich immer erfahren, es war gut, dass ich keine Antwort bekommen habe. Hätte eine Antwort bekommen, hätte ich mich falsch entschieden. Selbst unser Heiland, der hängt am Kreuz und auch er schreit und betet mit dem lauten Geschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat keine Antwort bekommen. Der Herr Jesus hat auch keine Antwort bekommen. Ja. Er wurde gekreuzigt. Habt Frieden mit Gott. Wenn er Jesus nicht geantwortet hat, glaub doch nicht, dass er dir antworten wird. Ja. Und ja, habt Frieden mit Gott, mit dir selbst, mit deinem Leben, mit deinem Schicksal. Ja. In Stuttgart habe ich in der Seelsorge eine Mutter gehabt, die hatte Fehlgeburt gehabt. Und dann kam sie zu mir in der Seelsorge, Bruder Matthäus, kannst du sagen, warum ist mir das alles passiert? Wir haben uns das Baby gewünscht und dann kam die Fehlgeburt. Ich konnte ihr keine Antwort geben und habe auch keine gegeben. Manchmal sind wir sprachlos. Ja, ich bin in manchen Situationen sprachlos. Ja, streite ich nicht. Ja. Auch Jesus bekam keine Antwort. Gott hätte
ihm sagen können, warum, aber er hat es ihm nicht gesagt, verstehst du, bist der Erlöser der Welt. Ja. Vieles werden wir nicht verstehen, bis wir im Himmel sind. Ja. Und dann werden wir nichts mehr fragen, steht in meiner Bibel, wir werden ihn nichts mehr fragen. Und mir war es arg, dass ich dieser Frau nichts antworten konnte und keine befriedigende Antwort so als Pastor geben könnte, warum sie eine Fehlgeburt gehabt hat. Und ich habe viele solche Fälle gehabt, wo die Leute Fehlgeburt gehabt haben. Sie hätten so gerne ein Baby gehabt. Ja, ich konnte mit der Frau nur beten und einfach ihre Situation dem lieben Gott überlassen und das Baby dem lieben Gott abgeben. Ja, das Kind gehört dir, lieber Gott. Warum lässt Gott das zu? Ich habe lange an diesem Thema gearbeitet, auch für mich selber. Ja. Warum lässt Gott das zu, dass guten Menschen oft so schlecht geht? Ja, die werden durchgeschüttelt und durchgerüttelt und muss sie sogar selbst so vieles hautnah erleben und anderen Menschen dabei Mut machen. Und wenn ich an Beerdigung oft war und Beerdigung gehalten habe, ja, ich musste manchmal sagen, wir wissen nicht, warum das und dieses passiert ist. Ja, da stehe ich in Neukölln am Grab hier in Berlin und habe sie Predigt gehabt und die Angehörigen haben gefragt, darf der Bub auch, der war so 8 Jahre alt, darf der bei der Beerdigung das sein? Ich sage, ja, freilich, es ist ja seine Mutter, wo beerdigt wird. Und dann reden wir, ich sagte den Angehörigen, also Gott segne euch und schütze euch. Und dann sagt der Junge, meine Mama ist da oben und guckt von oben zu. Ja, meine Mama ist dort oben. Manchmal wissen Kinder mehr, als manche Erwachsene wissen wollen. Ja. Und ja, Gott hat nicht einmal seinem Sohn Jesus Christus geantwortet. Ja, überlass alles Gott, verstehst du? Meine Mama ist oben in der Höhe. Es war so schöner blauer Himmel und die Sonne schien, verstehst du? Und sie guckt von oben runter. Sie ist nicht hier, hat der Bub gesagt, verstehst du? Der Bub. Ja, wie der alte Hiob. Der sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Mach weiter, mach weiter. Ich habe gelernt, mich mit Gott nicht zu streiten. Ja, ich habe es gelernt. Und weißt du, ich habe noch mehr gelernt. Und du wirst jetzt schockiert sein, was ich sage. Ich musste lernen, Gott zu vergeben, nicht meinem Nächsten. Lieber Gott, du hast meine Wünsche nicht erfüllt, du hast meine Gebete nicht erhört. Ja, du hast so viel Negatives in meinem Leben zugelassen. Und dann musste ich sagen, lieber Gott, ich vergebe dir. Du bist Gott, du bist ja, souverän, du kannst machen. Ja? Da sind die Moslems besser dran. Der Allah will's, verstehst du? Der Allah will's. Ja? Gott, dein Wille geschieht und nicht mein Wille geschieht. Ja? Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, seine Wege sind nicht meine Wege. Ja? Ich muss nur standhaft bleiben und ja, mich so entwickeln, wie er will und seinen Willen geschehen lassen. Ich habe eine Geschichte gelesen, da ist ein spanischer Jude, der fährt wollte auf die Inseln fahren und bei der Überfahrt, also nicht er, sondern als seine Familie, seine 3 Töchter und die Frau im Schiff waren und er wollte ja nachfahren und nachkommen und dann kam ein Sturm und sie sind ertrunken und dann fährt er auch rüber nach auf diese Insel und da kam auch wieder ein Sturm und sagt, lieber Gott, du kannst mich totschlagen, aber ich werde dir nicht absagen. Ja. Und das ist Glaube. Du kannst mich totschlagen und ich werde dir nicht absagen. Ja. Wenn der Tag kommt, Johannes 16, Vers 23, ja, da werden wir nichts mehr fragen. Wenn dieser Tag kommt, werden wir nichts mehr fragen, heißt es in der Bibel. Im Jenseits wirst du alles verstehen und alles mit ganz anderen Augen sehen. Ja, du solltest mal im Jenseits mal gewesen sein. Bitte Gott, dass der dich mal entrückt, wenigstens für 5 Minuten. Dass du im Koma mal bist oder was weiß ich, Nahtoderlebnis hast. Man wird auf andere Menschen nicht mehr neidisch und eifersüchtig sein. Ja, das ist alles vorbei, verstehst du? Das ist gar nicht mehr wichtig. Ich habe mehrere Leute in meinem Dienst gehabt, die Nahtoderlebnis gehabt haben. Die haben ihr Leben nach dem Erlebnis total geändert. Nicht mehr dies so wichtig genommen, nicht mehr jenes so wichtig genommen. Ja, da wirst du nicht mehr so eifersüchtig werden. Und dann merke ich, bei Gott und bei Jesus im Himmel am Thron haben alle mehr als genug Lob und Dank. Ja, bleib standhaft, bleib standhaft. Und drüben wird uns nichts mangeln. Dort wird sich Psalm 23 erfüllen. Mir wird nichts mangeln. Dort werde ich am frischen Wasser sitzen. Ja, wie der Isaak
und er fand lebendiges Wasser, was es auch immer war, ja, dann bist du im Land der Fülle und nicht in Palästina irgendwo. Ja. Und dann sagt er David, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Weißt du, hier hört mein Leben auf und ich fliege zu Gott weg. Ja, I fly away, oh glory. Ja, ich fliege weg und ich bin beim Heiland und wir werden unvergängliches Leben haben und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und da wird man sich nicht mehr streiten. Das ist mein Haus, meine Gemeinde, mein Jesus, ja. Und das ist so schön, verstehst du, Jesus ist für alle da und so viele Kinder Gott hat und so viel, ja, das ist so schön, das ist mein Jesus, genauso wie dein Jesus, ja, und du kannst dich freuen. Da wird man sich nicht mehr streiten, ob ich links oder rechts sitzen kann von Jesus. Ja, Zwietracht, Hader, Uneinigkeit, das ist vor Gott ein Gräuel. Und das müssen wir jetzt schon in der Gemeinde lernen, hier, solange wir noch im Fleisch wandeln. Gott verheißt Segen, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da wird der Segen vom Haupt über den Bart Aarons bis an die Sohlen, an die Schuhe fließen. Ja, wie lieblich und fein ist, wenn Brüder in Eintracht miteinander leben. Die Christen streiten sich, sind große Streithammeln in aller Liebe. Der Calvin und Martin Luther, die haben sich über das Abendmahl gestritten, so wie das in der Gemeinde Gottes war, linker Fuß, rechter Fuß oder beide Füße oder gar kein Fuß. Ja. Sie haben sich über das Abendmahl gestritten. Ja. Wenn Christen sich streiten, weißt du was? Da lacht der Teufel. Da lacht der Teufel. Jesus betet in Johannes 17, oh lieber Gott, mach sie eins, ja, dass sie eins werden. Das Volk Gottes ist so zersplittert, so parteilich. Ich könnte anfangen, verstehst du, griechisch-orthodox, römisch-katholisch, lutherisch, verstehst du, reformiert, baptistisch, pfingstlerisch, freikirchlich, adventistisch, was auch immer ist. Ja, das Fundament muss stimmen. Jesus Christus, das ist der Fels, auf dem wir stehen. Jesus ist gegenwärtig. Lies mal die Bibel, wo zwei oder drei einmütig beieinander sind. Ja. Und das Schöne ist dabei, der Heiland hat immer zwei und zwei ausgeschickt. Petrus und Johannes, den Großmaul und den, ja, den Jünger Jesus, den Lieblingsjünger. Bei vielen Christen ist Hochmut und Stolz das größte Problem für Spaltung. Ja. Streite dich nicht. Ja, in der Gemeinde in Korinth, die waren geistlich, voll Heiligen Geistes, aber die haben sich gestritten, ich bin apollisch, ich bin käfisch, ich bin christlich, ich bin was weiß ich alles. Ja. Wir kämpfen gemeinsam gegen den Teufel, gegen die Sünde und nicht gegeneinander. Ja. Mein Vater hatte in Memel auf dem Markt Ferkeln gekauft, Schweinchen. Ja. Und da setzt die Schweinchen zu den anderen Schweinchen rein, zwei Stück. Und die Alten, die im Stall waren, die haben den zwei neuen Schweinchen gebissen, gepiesackt und so weiter. Da geht mein Vater ganz schnell in die Werkstatt, holt einen Lappen mit Petroleum und schreibt alle Schweinchen gleich. Und da riechen sie und da lasst sie in Frieden. Wir haben alle den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht Jesus nennen. Da musst du nicht unbedingt in Zungen reden. Es ist schön, wenn du das kannst. Ist eine Gnadengabe. Ja, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürstentum und Gewalten, die unter den Himmel herrschen. Mit dem Teufel kämpfen wir. Und das Volk Israel war in 12 Stämme eingeteilt. Da sollte jeder Stamm für sich selber irgendwo leben. Jeder Stamm, jedes Volk hat ein Revier gehabt. Aber wenn die Feinde kamen, haben sich zusammengeschlossen und sind gegen den Feind gegangen. Ja, und das ist, was der liebe Gott will. Wir sollen gegen den Teufel kämpfen. Und ja, indem man miteinander kämpft, wird man unbrauchbar, unfruchtbar, untauglich. Und der Teufel beschäftigt einen. Verstehst du? Der Teufel will einen beschäftigen, dass wir mit dem im Krieg, im Clinch liegen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 1 und bis 5, da sagt der Heiland, was siehst du in dem Auge deines Bruders, den Splitter? Schau dir mal dich selber an. Wenn du mit jemandem mit dem Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück, ja, und ein Finger, der Daumen zeigt nach oben. Ja. Was siehst du für Splitter in deines Bruders Auge? Ja, und siehst nicht den Balken in deinem Auge, was da drin steckt. Ja. Und da wird oft so scharf geurteilt. Ja, da ist so viel Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung, Egoismus und Vermessenheit. Komm runter. Komm runter. Jesus richtet niemand. Ja, er richtet die Menschen auf. Ja. Wer ohne Sünde, sagt er bei dieser Ehebrecherin, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja. Der soll langsam zum Zorn sein,
schnell zu hören, was ist das, was war da und dergleichen. In Joel Kapitel 2, Vers 13, da lese ich: So zerreißt dann eure Herzen statt eure Kleider und kehrt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Güte, und er lässt sich das Unheil leid sein. Ja, das ist Gottes Charakter. Das ist, wenn du den Heiligen Geist hast. Ja, Gottes Charakter. Da zerreißt nicht dein Hemd, da ist das Todes schuldig. Und dann kommt der Nathan und sagt dem David: Du bist der Mann. Du bist der Mann. Kämpfe nicht um Positionen, wer links und rechts von Jesus sitzen wird. Du bekommst schon das, was du verdienst, was du wert bist. Ja, für das, wo du gewachsen bist. Und Jesus sagt: Mir steht nicht zu, jetzt die Plätze im Himmelreich zu verteilen. Der das ruhig machen können. Ja, Gott kennt unser Herz. Wie reif wir sind, wie liebevoll wir sind. Ja, er weiß Bescheid um unseren Zustand, um unsere Entwicklung. Manche denken: Ich bin ein Heiliger. Vergiss es. Ja, als junger Christ, ich war noch kein Pastor, aber junger Christ, weißt du, am Schluss habe ich so viel gesehen, in der Gemeinde ist das, bei den Christen ist das, bei denen stimmt es da hinten nicht. Ja, und ich habe am Schluss gedacht, ich wäre der einzige Heilige in Augsburg damals, ja, der einzige Heilige. Lies Offenbarung Kapitel 2 und 3, da heißt es in den Sendschreiben: Du sagst, verstehst du, und weißt nicht, dass du bist nackt, bloß und jämmerlich. Ja, und immer wieder, alle diese Gläubigen, die sagen und erzählen die Märchen vom Himmel, ja, du gewinnst nichts, wenn du dir besser vorkommst. Ich denke nur an den Pharisäer, die beten so wie dieser Priester dort in der Grabeskirche, verstehst? Ja, so kann ich mir vorstellen, diesen Pharisäer: Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner hier. Und das ist richtig, verstehst? Streit dich nicht, ja? Wir sind alles von der Gnade Gottes abhängig. Der Pharisäer wie der Zöllner. Ja, streite dich nicht im Gebet. Also selbst im Gebet kannst du dich streiten und zanken. Ein Bürgerkrieg kennt nur Verlierer, egal wo er ausgetragen wird, von wem und wie. Ja, ein Bürgerkrieg bringt nichts. Gott ist langmütig. Gott gibt jedem Menschen eine Gelegenheit zur Umkehr. Denk an den Schächer. Ja, denk an mich, wenn du in ein Reich kommst, verstehst du? Wir leiden billig, aber der hat nichts so nicht Schlimmes getan. Streite dich nicht um des Kaisers Bart. Und so viele streiten sich seit Karl der Großen um des Kaisers Bart. Ist er hell oder dunkel? Verstehst du, ist er lang? Was auch immer ist, streite dich nicht um Nichtigkeiten. Vermeide die frommen Querelen, Streitgespräche, Wortgefechte. Ja, versuch nicht, den anderen zu bekehren. Den anderen kann nur der Heilige Geist bekehren. Kein Evangelist, kein Prediger und auch du nicht. Ja, in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 4, da ist die Rede von den Leuten, die nehmen sich so wichtig und die wissen nicht, dass sie überhaupt nichts wissen. Ja, wissen gar nicht, dass sie noch... Und solche meine Leute sind aufgeblasen, zerrt und spitzfindige Auseinandersetzungen. Welcher Fuß, linker, rechter, was auch immer ist, ja. Oder wie wird das Abendmahl gefeiert? Verstehst du, Martin Luther und Calvin, die haben sich gezankt und gestritten. Und so entstehen Neid, Zank, böses Gerede und gemeinsame Verdächtigungen. John Wesley und Whitefield, die haben sich auch mal gestritten und sind Brüder, die haben die methodistische Kirche angefangen und gegründet und die haben sich so gestritten. Und dann wurde der Wesley mal gefragt: Wird Whitefield im Himmel sein? Ja, der wird schon im Himmel sein, aber so weit weg, dass ich ihn gar nicht sehe. Was weißt du? Verstehst du, vielleicht musst du neben ihm sitzen. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das gilt auch für diese Geschichte. Ja, ja, und diese Leute hadern und so weiter, Streitgespräche, das bringt nur Trennung. Was könnte im Reich Gottes passieren, wenn Christen bis zum Schluss zusammenblieben würden? Ja, was würde passieren? Lass Gott für dich kämpfen. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt schweigen und stille sein. Ja, zankt euch nicht. Zankt euch nicht. Du musst nicht auf jede Kritik und Verleumdung reagieren. Ja, es wird immer schwierige Menschen geben. Ja, Menschen, die dir unsympathisch sind. Ja, die versucht werden, dich zu ärgern, die den Frieden nehmen, dich kitzeln. Ja, wie auch immer. Ja. Und dir die Freude rauben. Ja, es wird solche Menschen geben. Oftmals gibt es Menschen, ja, die
die dich nicht akzeptieren, so wie du sie nicht akzeptierst, akzeptieren sie dich nicht. Ja, egal, was du sagst oder tust, sie wollen einfach keinen Frieden. Es gibt Leute, die es nicht wollen und ja, sie wollen keinen Frieden mit dir schließen. Als Jesus seine 70 Jünger aussandte, jeder Stadt 2 und 2, sagte ihnen, sie sollen in den Häusern gehen und die Leute besuchen und dann sagen, Friede sei mit dir und dann das Haus segnen. Und dann sagt er, wenn ihr in ein Haus kommt, Lukas Kapitel 10, Vers 5, in ein Haus kommt und sagt, Friede sei mit diesem Haus, wenn ihr dort friedliche Menschen findet, wird euer Friede auf sie ruhen und fallen und wenn nicht, wird der Friede wieder zurückkommen zu euch. Ja? Und dann von den 70 kommen welche zurück, Herr Jesus, die haben uns nicht aufgenommen, sollen wir hingehen und Feuer vom Himmel fallen lassen? Ja, wir möchten gerne Feuer vom Himmel fallen lassen und die Leute vernichten, sagt der Jesus, lasst sie wachsen bis zur Ernte. Ja, streitet euch nicht, bis sie zu Hause sind, bis wir das Ziel erreicht haben. Jesus sagt ihnen, sie sollen ihr Bestes tun, um mit den Menschen einen Frieden zu schließen und alles andere wird dann der liebe Gott machen. Ja, die gute Nachricht ist, dass dein Friede wieder zurückkehrt, wenn die nicht aufnehmen. Ja, streite dich nicht. Ja, der Josef lebt. Halleluja. Der Josef lebt. Himmlischer Vater, ich entscheide mich, still zu bleiben und gib mir die Kraft, standhaft zu bleiben und dass ich für mich, ja, für dich kämpfe und für dich lebe. Ich möchte dir gefallen und sonst nicht den Menschen. Ja, du bist gerecht. Und das ist das Richtige und Wichtigste. Ja, egal wie viel Falsches in unserem Leben passiert, im Glauben vertraue ich darauf auf dich, Herr Jesus. Auch wenn die Kämpfe sehr schwer sind, segne auch meine Freunde, wo jetzt diese Predigt hören und vielleicht auch nicht alles verstehen. Ja, du wirst für deine Kinder kämpfen. Und ich entscheide mich dafür, in deinem Frieden zu wandeln. Und das übersteigt eines Tages das ganze Verstehen und Begreifen. Der Friede Gottes ist höher als jede menschliche Vernunft in Jesu Christi Namen. Und wir hören das Lied, Dank dem Herrn, Halleluja, Dank dem Herrn, preis dem Herrn.